Moin, hier ist Chris für Teuer Pater Spiele. Es ist Sonntagmorgen, es ist der letzte Sonntag vor der Messe in Essen und in 3 Tagen geht der Wahnsinn los. Für mich erst am Samstag, aber der große Wahnsinn am Mittwoch beginnt definitiv und ich werde einfach mal die Brocken zusammenfegen am Samstag, wenn ich dann da auflaufe. Ganz egal, es soll jetzt gar nicht so um die Messe gehen. Es geht natürlich um Messe-Neuheiten. Es waren einige, wenn ich hier so rüber gucke, auf dem Tisch, wenn ich eigentlich bis auf ein Spiel... Alle, das ist, glaube ich, einfach so die Natur der Zeit zurzeit, was so anliegt. Und gleichzeitig ist diese Sendung auch so ein kleines, 3 Stück haben wir dabei dieses Mal, Taiwan-Special, wo ihr vielleicht mal reingucken könnt. Vielleicht ist da was Interessantes dabei. Das haben wir ja jedes Jahr, wir haben ja so ein ganz besonderes Interesse. So an den Taiwanesen, mal wird es belohnt, mal nicht so ganz. Schauen wir einfach mal, wie das Ganze wird. Ihr trinkt einen Schluck Kaffee und dann geht das los. Aber wir gehen nicht sofort in die weite Welt, nicht gleich nach Taiwan, sondern jetzt gehen wir von nach Bremen. Na, also kurz die Autobahn hoch und sind mit Arrow of Tribes hier. Damit startete die Woche am Sonntag. Ne, sie endete und am Samstag damit die letzte Sendung auch. Und die neue Sendung beginnt damit Livestream-Solo-Modus. Lag einfach daran, dass Ellie es leider umgerissen hatte zum Wochenende mit so einer grippigen Geschichte. Ging das Ganze nicht so, aber ich hatte dann ja mal schon gesagt, Ellie ist nicht so die Nummer 1 Area Controllerin, Ziff schon, Area Controller nicht so hundertprozentig, von daher war das jetzt nicht das Schlimmste, was ihr passieren konnte, sagt sie selber. Na, nichts gegen das Spiel, von den Mechaniken finde ich total interessant und sie möchte auch, denn es gibt zu diesem Spiel, jetzt sind wir drin, mehrere Optionen, wie man das Ganze spielt. Man kann nämlich, das habt ihr vielleicht beim Unboxing, vielleicht auch im Livestream gesehen, es gibt Hexfelder extra zu kaufen für dieses Spiel, mit dem man dann eben nicht auf einer festen Landkarte spielt, wie jetzt eben hier so Europa und Nordafrika und Vorderorient, ne, was eben diese Karte jetzt so darstellt, sondern man kann das Ganze mit so einem Fog of War versehen, indem man einfach Hexfelder, die eine Größe ungefähr, fast wie so, oder nicht fast, wahrscheinlich so ein Twilight Imperium Hexfeld, was ihr die kennt, verdeckt hinlegt. Man startet also auf seiner Scholle da sozusagen und entdeckt die Welt. Was ja eigentlich im Grunde bei vielen Ziffs und bei vielen 4X-Dingern einfach drin ist. So. Und dadurch hat man hier also auch noch mehr, dadurch hat man hier eigentlich so dieses 4X-Element, ne? Dass man dieses Exploren einfach so hat. Da wäre sie dann eher dabei. Das werde ich nach der Messe, glaube ich, mal erledigen auf jeden Fall. Und jetzt aber zum Solo-Modus. Ich war nicht so hundertprozentig regelfest. Also ich hatte die Regeln wohl gelesen, auch die, wie gesagt, angespielt. Dann mussten wir das Ganze unterbrechen. Wegen Krankheit das Spiel. Dann habe ich mich entschlossen, okay, mache ich Solo und das hieß natürlich nochmal irgendwie neuen Spielmodus mir jetzt mal schnell drauf zu schaffen. War, also an alle, die es ein bisschen genervt hat, vielleicht sorry irgendwie, dass man hier doch mal ein bisschen mehr geblättert hat und die Regeln eben nicht ganz so saßen. Aber nichtsdestotrotz hat mich dieses Spiel begeistert. Ich habe einen Tag später noch mit Arne geschrieben, 20 Punkte, sagt er, ist schon ausbaufähig nach oben. Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, 20 Punkte gemacht zu haben. Und Es hat Spaß gemacht. Ich kriege also so, es ist so ein bisschen so Wellen um Wellen, die überfluten praktisch so die Barbaren meine Landkarte, sage ich mal so. Ne? Die vermehren sich auf eine Art in diesem Spiel, die ein bisschen stärker ist, als praktisch mein Volk sich selber vermehrt. Dadurch habe ich sehr schnell so eine Kampforientierung drin. Ich konnte natürlich auch diesen Kampfmodus gut zeigen im Spiel, denn der ist wirklich toll. Ne? Also ich habe natürlich Attacker, Defender. Und dann gibt es so Mehrheitsverhältnisse. Wer ist besser in der militärischen Mechanik, vom Ziff-Level her? Wer hat einfach die größere Stärke? Und wer ist Angreifer, wer ist Verteidiger? Jeder kriegt dann eben einen Würfel. Und man kann sich auch selbst ins Knie schießen, natürlich beim Würfeln. Es geht eben darum, was dann eben dieses Würfelergebnis zeigt. Also man kann schon so ein bisschen darauf hinspielen. Ganz einfach, es ist nicht einfach so, ich habe die größere Zahl. Ne? Denn, also einfachstes Beispiel ist einfach, wenn der Würfel des Angreifers ein Schild zeigt, macht der Angreifer einen Schaden, der Verteidiger einen Schaden. So, weil der Verteidiger dieses Schildsymbol hat. Automatisch, das ist der Verteidiger. Der Angreifer hat das Schwert, wenn der Angreifer das Schwert würfelt, macht der Angreifer den Schaden. Kann natürlich aber auch sein, dass der Verteidiger das Schwert würfelt. Und ne, dann macht er sich den Schaden selber. Dadurch wogt es auch immer so ein bisschen hin und her. Wirklich eine gute Sache. Viele Euro-Elemente hat dieses Spiel definitiv auch dabei. Es ist also kein reiner, sage ich mal, 4X-Ami-Trasher oder Ziff-Ami-Trasher. Da sind schon sehr, sehr viele Elemente drin, auch wirklich sehr viele Mechaniken, die ich, also wie, unter anderem das Kampfsystem, die ich auch neuartig finde, ganz einfach, die wirklich gut gemacht sind. Und es hat definitiv eine Einstiegshöhe, dieses Spiel. Man muss sich da ein bisschen reinarbeiten, das sage ich an jeder Stelle irgendwie. Es ist einfach schön. Ne? Das ist wirklich ein gutes Ding und ich freue mich auf die nächste Partie. Ich freue mich auch drauf,
das beim nächsten Mal so mit irgendwie so vier Leuten am Tisch zu spielen, wo es dann mal richtig zur Sache geht. Also da bin ich doch echt, echt gespannt. So, Schluck Kaffee. Und wir steigen ein in die Taiwan-Geschichte. Es ging los mit Jiguan. Jiguan von Emperor's Four. Ein Spiel, bisschen abstraktere Natur. Zwei Spieler-Modus haben wir gespielt. Deswegen auch nur dazu jetzt was. Und ich habe da so ein Grid, muss ich sagen. Dieses Grid fülle ich mit Zahnrädern auf. Und jedes Zahnrad hat hat einen bestimmten Wert. Das ist also auch, hängt wieder von der Farbe ab. Jedes Zahnrad oder jede Farbe eines Zahnrads hat einen bestimmten Wert zugeordnet. Ich weiß nicht, blau, 4 zum Beispiel. Ob das jetzt stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber 100% müsste ich jetzt genau reingucken. Ne? Oder ich glaube, rot waren die kleinsten wertigen Zahnräder. So, dann habe ich am Rand platziert, um dieses Grid, Blueprints, denn ich baue mechanische Wesen, ganz einfach, ne? Ist ja so ein bisschen so Steampunk, Asia Steampunk vom Thema her, muss man sagen, obwohl das ein relativ abstraktes, es ist total abstrakt. Und wenn ich dann also praktisch auf diesem Grid so eine Diagonale, eine Horizontale, eine Vertikale, was auch immer, fertig habe, voll habe, dann muss ich den Wert dieses mechanischen Monsters erreicht haben. Genau. Also wenn das 8 hat, dann müssen diese Zahnräder auch 8 haben. Das geht nicht 7, es geht nicht 9 und 10 und 6 schon mal gar nicht. Ich kann das Ganze angleichen, indem ich das Ganze so ein bisschen, so ähnlich wie eine Würfelmanipulation, die da stattfindet, kann ich da eben auch so Coins drauflegen oder Tokens, mit denen ich das Ganze so anhebe vom Wert oder senken kann. Und dann baue ich das Ganze eben. Dadurch liefert mir das Ganze wieder Energie. Mit der Energie kann ich wiederum verschiedene kleine Fähigkeiten auslösen, mir dieses neue Brett wieder weiter vollpuzzeln. Und ja, und als ich diese Regeln gelesen habe, dachte ich, wow, cool, das ist echt gut. Und auch so die Attribute des Spiels, sage ich mal, ne? 90 Minuten oder bis 90 Minuten, 2 bis 4 Spiele ab 14, das klingt schon ein bisschen heavier. Und ich muss sagen, wir haben uns zu zweit, wir haben uns echt gelangweilt. Das war wirklich, es klappte irgendwie immer. Man konnte sich wunderbar farblich hier aus dem Weg gehen. Ich habe noch so Türme, die den Farben zugeordnet sind, auf dem man sich theoretisch, sag ich mal, so ein Rennen liefern kann, aber das Ganze gar nicht nötig hat. Denn warum sollte ich denn Punkte verschenken, indem ich da jemandem anderen was reingeht, spielt das andere für mich einfach viel besser mache und als der andere. Und einfach zusehen, dass ich einfach auf den teureren Punktereihen da reinsteige und so. Aber man hat wirklich total nebeneinander her geplätschert hier in diesem Spiel, zu zweit, wohlgemerkt, zu zweit. Das Ding ist, das kann natürlich zu vier, zu dritt ganz anders aussehen, wo man sich da einfach mehr in die Quere kommt. Aber ich kann eben zur Zeit nur sagen, spielt es vielleicht mit 3 oder 4, zu zweit kann ich das echt nicht empfehlen, gerade dieses Spiel. Leider, ich habe mich wirklich gefreut auf diesen Titel, aber der war es nicht. Denn ich warte ja bei Emperor's Four nach wie vor drauf, seit Roundhouse mal wieder so ein schönes Euro-Brain-Burnerchen da rauszukriegen von denen. Jiguan machte den Anschein, ist es aber leider nicht. Machst du nix. Zumindest zu zweit, ne? Das vorhergesetzt. Dann haben wir den Verlag gewechselt. Sind aber im Land geblieben, und zwar auch wenn wir in Taiwan. Moideas Shadow Rivals, ein kleines Kartenspiel, wo Ellie am ehesten von der Grafik getriggert war. Ich finde ja Manga-Grafik auch gut so, aber Ellie ist ja so Japan-Rollenspiele und so, da ist sie natürlich dann schon dabei. Und wer das gesehen hat, wie wir es angeboxt haben, war sie ganz angetan. Wir haben es gespielt. Und dieses Spiel dauert so 20, 30 Minuten, das muss man dazu sagen. So 20, 30 Minuten, ich habe hier so eine Auslage aus verschiedenen Villen. Es gibt große Villen, es gibt kleine Villen. Und bei zwei Spielen gibt es nur kleine Villen. Auch das zu zweit gespielt, wohlgemerkt. Und platziere meine Leute darunter, die haben so ein Level. Wenn dieses Level erfüllt ist, zum Beispiel 4 Leute bei so einer kleinen Villa in der Regel, dann wird diese Villa gewertet. So. Und dann haben diese Karten, die ich da drunter gelegt habe, alle Fähigkeiten, die so nacheinander, wenn sie nicht schon ausgespielt wurden beim Platzieren der Karte, mal werden die Karten offen, mal verdeckt gespielt, mal habe ich so Advanced-Karten. Und je nachdem, wie das Ganze dann vonstatten geht, wird das, werden diese Skills dieser einzelnen Karten, die ich habe, ausgeführt. Ne? Dann, man hat dann so Loot-Tokens, die man praktisch den Gästen auf dieser Party klaut. Man kann diese Loot-Tokens da runternehmen, man kann verschieben, man kann Leute da aus dieser Diebesbande, die da sind, irgendwie rausschaffen aus der Wertung. Und am Ende zählen halt Punkte, na klar. Ne? Das ist ganz klar. Es wird geguckt, wer den meisten Einfluss hat auf dieser Party. Auch da liegen die Karten, auch da sind es unterschiedliche Werte. Ja, ein kleines, feines Kartenspiel, sage ich mal. Nicht so hundertprozentig einfach unser Ding, so, ne? Vom Spielerischen her. Das ist aber jetzt mal ganz außen vor. Was mich an diesem Spiel aber echt genervt hat, ist, dass es eine Kartenlegende hat, wohlgemerkt in schwarz-weiß, farbig, haben wir nicht, eine Kartenlegende hat, ich weiß nicht, wie viele Zeichen es sind, ich habe ein Foto, ne, vielleicht blendet ihr das ein,
eine Ikonografie, die mindestens so umfangreich ist, finde ich, wie die von Race for the Galaxy. Wer Race for the Galaxy kennt, ist auch ein Kartenspiel, na klar. Aber das ist nicht ohne, was da drin ist. Und das gibt dieses Spiel für mich nicht her, um mich da reinzufuchsen einfach so. Ne? Und so haben wir teilweise geguckt. Boah, das Spiel geriet dann immer so dadurch ein bisschen ins Stocken. Bei einem langen Spiel und so, bei einem großen Strategiespiel habe ich überhaupt keine Probleme mit. Alles gut. Aber 30, 40 Minuten, eher 20, 30, sag ich mal, also zumindest zu zweit, habe ich da keine Lust, zu mich so reinzuarbeiten. Ne? Und dazu kommt eben auch noch, dass ich persönlich jetzt nicht der Mega-Kartenspiel-Fan bin. Ist aber ein Spiel wieder, wo ich mir vorstellen könnte, dass das schon seinen Anklang findet. So, dann, wir wollen nicht nur rummeckern, kam auf den Tisch Trial of the Temples. Das wieder zu zweit. Und bei Trial of the Temples, da muss ich jetzt sagen, dieses Mal, da hatte ich die wenigsten Erwartungen eigentlich, denn ich musste sofort denken an Mystery of the Temples vom letzten Jahr, was ja doch eher meiner Meinung nach irgendwie nicht so doll war, oder gelinde gesagt, ne? Eigentlich war es verständlich langweilig. Trial of the Temples aber ist ein ganz anderes Ding. Es heißt eigentlich nur Trial of the Temples, spielt wahrscheinlich so im gleichen Universum. Ich habe hier so einen Rundkurs aus Tempeln, die um so eine Elementenscheibe gelegt werden. Und verschiedene Ebenen ganz einfach. Auf diesen Tempeln wandert eine Tag-Nacht-Grenze nach und versetzt einige Tempel in den Tag, einige in die Nacht. Je nachdem, in welcher Ebene die Tempel eben sind, schütten sie Ressourcen aus. Ne? Also das ist traditionell. Also klassischerweise hier geben diese Tempel mehr Ressourcen am Tag, aber andere Ressourcen, die ich aber auch brauche in der Nacht. Also habe ich auf jeden Fall hier so ein Dilemma. So, denn ich platziere meinen Archwizard auf einen dieser Tempel. So, und dann wird geguckt, bis zu welchen Barrieren ich diese Tempel ausschütte. Also das heißt, zum einen wird geguckt, auf der einen Seite, wop, wird jeder Tempel gewertet, der ununterbrochen bis zu dieser Tag- und Nachtbarriere geht. Also ihr müsst euch das so vorstellen, so ein Kreis, und dann geht das so rum wie bei einer Uhr. So, wop. Tag- und Nachtbarriere ist vielleicht, was weiß ich, hier bei 6 Uhr und ich habe bei 2 Uhr eingesetzt. Dazwischen ist nichts. Also alle Tempel, die auf diesem Weg liegen, schütten ihre Ressourcen für mich aus. So, Ellie hat natürlich auch einen Archmage und setzt den ein. Und dieser eingesetzte Archmage ist ebenfalls eine Barriere. Das heißt, sie kann mir da auch was kaputt machen. Sie kann mir aber auch auf der einen Seite was eröffnen, auf der anderen Seite was kaputt machen. Mit 4 Leuten ist natürlich viel mehr los, was wir nicht gespielt haben. So, aber auch hier wieder nur der Zweispieler-Modus. Und da hatte ich am Anfang beim Lesen, dachte ich, meine Güte, zu zweit, du kommst ja gar nicht in die Quere. Ja, so ein bisschen, aber jeder grast da gewaltig ab und macht dann seine Sachen. Nee, denkst du, denn ganz einfach durch diese wirklich knallharte Grenze, Tag und Nacht, die ganz unterschiedliche Ressourcen hervorruft, denn ich kriege alle möglichen Farben an Kristallen, mit denen ich alles Mögliche machen kann am Tag, aber ich brauche ständig Lila-Kristalle. Und diese Lila-Kristalle, die bekomme ich zusätzlich zu diesen Bonden. Und diese Lila-Kristalle bekomme ich nur in der Nacht. Und da wird es dann hart. Oder durch Spells. Ne? Dann, das geht eben weiter. Ich sagte ja mehrere Ebenen. Auf diesen Elementplättchen, da laufe ich auf 3 Leisten hoch. Dieses hochlaufende Leisten kostet mich diese Kristalle. Und das ist eben das Ding. Und oft muss ich eben diese Lila abgeben, sonst komme ich nicht weiter. Ich kann Action-Tokens ausgeben. Diese Action-Tokens kriege ich auch über diese gleiche Ressourcenausschüttung aus den Tempeln. Und für einen Action-Token kann ich dann auf so einer Leiste 3 Punkte hochgehen. Das geht in der Regel bis 15 Punkte, diese Leiste. Und wenn ich aber auf irgendeiner Leiste gar nichts mache, kriege ich auf dieser Leiste, auf der ich gar nichts gemacht habe, Minuspunkte. Das heißt, auch da muss ich immer sehr, sehr gucken, was ich mache. Und ich brauche, wie gesagt, für jeden Schritt, den ich da mache, Action-Tokens. Sehr cool. Es hat echt, echt Spaß gemacht. Gleichzeitig schalte ich dann eben, wenn ich auf diesen Leisten hochgehe, Spellcores frei. Das sind so Cubes, durchsichtige Kunststoffcubes, die ich auf meine Spellmat lege. Und dadurch schalte ich dann wieder Zaubersprüche frei. Mit diesen Zaubersprüchen kann ich dann wieder so ein bisschen die Ressourcen hin und her tauschen. Ich kann Ressourcen bekommen, ich kann Punkte bekommen, ich habe mehr Lagerfähigkeit, denn ich muss alles nach der Runde wieder abgeben. Es sei denn, ich habe diese Lagersprüche. Hat Laune gemacht. Also Trial of the Temples hat mir echt gut gefallen. Ist von diesen 3 aus Taiwan, die ich jetzt hier gerade vorgestellt habe, wirklich für mich, auch für Ellie, absolut der Favorit. Und auch da freue ich mich, das mal mit mehreren zu spielen. Ist, glaube ich, was man so im gehobenen Familienspiel, unteres Kennerspiel irgendwo so da ansiedelt. Vielleicht, ne, bei uns vielleicht so als Absacker gespielt werden würde. Aber es macht Laune. Es macht wirklich Spaß. Es ist ein Spiel, das ich definitiv demnächst hoffentlich wieder auf dem Tisch habe. Trial of the Temples. Wenn ihr in Essen seid, ne, und da steht, vielleicht mal antesten, wenn ihr Interesse habt. Oder mitnehmen. So. Dann, vielleicht habt ihr es gesehen, am Freitag
Wieder ein Livestream, wieder zu viert, wieder Coin. Nicht Cuba Libre diesmal, sondern Gandhi. Und es war wieder äußerst cool. Wir haben gespielt, glaube ich, so effektiv 5,5 Stunden, bis dann in der vorletzten Campaign-Phase tatsächlich auch Gandhi gewonnen hat dieses Mal. In Form von Frank, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Und die Briten haben mir kurz vor Schluss nochmal gut einen reingegeben. Aber gut, wir haben uns das ganze Spiel über da irgendwie behakt und letztendlich ist so, gehört einfach dazu. Und Gandhi, nach wie vor wirklich das Besondere bei Gandhi, finde ich, dass diese Briten eben, diese Fraktion der Briten wirklich 3 Leute gegen sich hat. Sich überhaupt eigentlich keine Gedanken machen muss, ob sie da für irgendjemanden da gerade spielen müsste. Sie mögen sie alle nicht. So, und es ist wirklich so die böse Kolonialmacht und 3 spielen auf unterschiedliche Art und Weise dagegen, die sich aber auch alle irgendwo spinnefeind sind. Und ist jetzt nicht unbedingt das Neueste, denn im Grunde ist sich immer jeder seines Glückes selbst schmied, aber diese, gerade die Fraktion von Gandhi und der Muslim League, die sind an der einen Stelle, natürlich will da jeder gewinnen, aber die sind aber auch sehr verbunden, so, ne, und was wir halt gemerkt haben, so, wenn sich dann die eine Fraktion vielleicht nicht so rechtzeitig emanzipiert von der anderen, weil es eben auch Vorteile hat, was zusammen zu machen, dann wird es aber dann auch am Ende, kann es auch eng werden, sich da einfach loszulösen, um das Spiel dann für sich zu reißen, sage ich mal. Also schon wirklich sehr, sehr geniale Dinge drin. Die Rebellen, auch eine relativ straighte Fraktion, oder die Revolutionäre sind es ja, die also im gesamten Land also Aufruhr verbreiten müssen, spielt sich relativ straight, aber auch nicht ganz, ja, werden dann von vielen nicht so gemocht. Also die werden halt von den Briten nicht gemocht, die werden aber im Grunde auch eben von diesen beiden friedlichen Fraktionen nicht gemocht. Und Gandhi kann sie sogar bei den Briten anschmieren, das geht, ne? Also aber letztendlich hier wieder, also es ist wirklich Coin vom Allerfeinsten. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, wo ich das komplexitätstechnisch einordnen sollte. Also ich würde sagen, also unter, definitiv nach wie vor unter Fire in the Lake, Pendragon, irgendwie so da drunter definitiv, aber schon auf jeden Fall auch über Cuba Libre. Na, irgendwo so in der Mitte ist es für mich ganz einfach. Denn dieses Spielen mit dem Track Unity Restrained, wie weit jetzt die beiden Non-Violent-Fraktionen da zusammen sind, sich mögen, wie dicht Indien vor der Krise ist, die Krise, die allen nutzt, aber man muss halt gucken, also wem nutzt sie gerade mehr und wer sollte sie eigentlich vielleicht doch nicht auslösen. Großartige Sache, totale Asymmetrie, wie gesagt, wenn ihr den Kanal verfolgt, wisst ihr wahrscheinlich, was Coin ist und dementsprechend Gandhi ist auch, also wirklich, wenn man nicht genau weiß, ich habe schon ein paar Coins gespielt vielleicht oder 2 oder 3 oder 1, meinetwegen auch, man ist nicht so sicher, was halte ich jetzt von Gandhi. Ich kann nur empfehlen, das Ganze mal auszuprobieren. Das macht echt Spaß. Wobei diese Non-Violent-Fraktionen sich schon wirklich anders spielen als das, was man so kennt. Also, das ist toll. Wird jetzt langsam Zeit für den Solo-Modus. So, noch ein Schluck und dann kommt das letzte Spiel der Woche. Ist ein Spiel, von dem rede ich, seitdem ich gehört habe, dass es kommen wird. Es hieß noch anders. Es geht um Tee. Es hieß A Nice Cup of Tea und ist nachher live auf dem Tisch. Das ist ein Prototyp. Elli, blende vielleicht nochmal eine Box ein. Das ist, wie gesagt, der Prototyp. So wird es nicht verkauft werden. Ne? Und auch Fotos, alles mit Vorsicht zu genießen. Sehr viel Prototypmaterial noch. Und es ist die Frage, wie gehe ich ran an dieses Spiel? Gehe ich ran und sage, ich kenne Snowdonia nicht und finde das dadurch total genial, denn das ist es. Oder sage ich, okay, ich habe Snowdonia und deswegen sind es halt so ein paar Sachen dran, die dieses Spiel auch trotzdem total genial machen. Das, ich, wie gesagt, ich habe es einmal gespielt, bin total begeistert von diesem Spiel. Ellie sowieso. Ellie ist ein mega Snowdonia-Fan, das ist auch kein Geheimnis für die, die diesen Kanal kennen. Und sagt, sie ist einfach glücklich, wenn sie dieses Spiel spielt. Sowohl Snowdonia als auch Alubari. Mehr müsste ich jetzt eigentlich auch gar nicht erzählen. Ne? Was soll ich denn mehr? Was will ich mehr? Und spielerisch, ganz großartig. Ich habe natürlich habe ich eine Ähnlichkeit. Ich sammle Geröll weg. Das tue ich nicht von Schienen in diesem Spiel, sondern eher ich baue mir Teeplantagen frei damit. Ne? Und wenn ich so eine Plantagen frei habe, so ein Grundstück oder so ein Estate da, dann lege ich meinen Besitzmarker drauf, dann punkte das Ganze am Ende und ich kriege während der Teeente, die es hier gibt in diesem Spiel, ist ein bisschen was drauf auf Snowdonia, kriege ich eine Teeausschüttung. So. Ich habe Ressourcen, die in jeder Runde gezogen werden. Da gibt es Event Cubes, die gibt es auch bei Snowdonia und die bringen uns mal was, mal aber auch gar nicht, denn sie steuern auch die Gegenspieler von uns im Grunde, denn wir haben immer noch den Track nach Darjeeling, der gebaut werden muss. Da müssen die Schienen gelegt werden, da müssen Gebäude gebaut werden, Stations, Bahnhöfe.
eben und so weiter. Und Brücken müssen gebaut werden. Und dafür sammeln wir im Spiel per Worker Placement Ressourcen und bauen das Ganze. Und diese Event Cubes, wenn da diese, sag ich mal, Fremdfirmen ans Werk gehen, dann bauen die Schienen, dann bauen die zum Teil Städte zu. Nehmen uns dadurch Punkte weg, beenden das Spiel vielleicht auch an einer Stelle, wo wir es gar nicht wollen, ne? Haben es dann aber nicht in der Hand. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Aber bei Snowdonia hatten wir das Problem oft genug. Das ist also eben dieser Chaos-Faktor, von dem ich immer spreche, bei Snowdonia und eben auch bei Alubari. Der ist geblieben, definitiv. Und deswegen glaube ich, wer diesen Chaos-Faktor nicht mochte bei Snowdonia, der wird ihn auch bei Alubari nicht mögen. Der ist nämlich ganz, ganz ähnlich. Allen anderen kann ich nur sagen, guckt es euch nochmal genau an, spielt es vielleicht auch nochmal Test, wenn ihr skeptisch seid. Ich finde, es ist genug obendrauf auf dieses Spiel. Man hätte das, was man machen, was das Spiel mehr macht, vielleicht auch als Erweiterung bringen können. Aber das ist jetzt erstmal egal, denn Alubari tut das eben. Und nicht jetzt keine Erweiterung, sondern Alubari macht das. Und Alubari macht das verdammt gut. Es gibt dazu eben, es gibt den Tee. Es gibt die Teeernte. Es gibt zusätzlich zu dem wetterabhängigen Track, wie viel ich freiräume, wie viel ich baue. Und gibt es eben noch den Teeernte-Track, ne, der gegenläufig zum Wetter funktioniert. Wenn die Sonne scheint, kann ich natürlich super bauen, aber es passiert nichts auf der Teeplantage. Im Nebel wird meine Teeernte schwächer. Im Regen wird sie stärker. Ja, also wenn die Teeernte wächst, habe ich aber weniger Outturn bei meinen Aktionen, mit denen ich baue. So, das einmal. Ne? Das, und mit diesen, gleichzeitig kann ich diesen Tee dann wiederum umwandeln in Chai. Also ich habe ja Teeblätter und diesen Tee kann ich umwandeln in Chai. Und Chai ist ein direkter Track, mit dem ich Aktionen boosten kann. Also ich habe immer dieses Worker-Placement-System und kann mich jedes Mal einmal pro Runde entscheiden, gebe ich so einen Chai aus, wenn ich dann so einen Chai habe. Und mache damit eine geboostete Aktion. Kriege ich mehr Ressourcen? Kann ich zusätzlich noch was bauen? Kann ich eine Schiene mehr legen oder zwei Schienen mehr legen? Und dadurch kann ich wirklich unheimlich mächtige Dinger machen und dadurch macht es aber auch das Planen noch wesentlich mehr Spaß, denn ich muss nochmal auf einer ganz anderen Ebene in meinem Hirn einfach nachbohren, wie ich denn da einfach vorangehe. Ich bin begeistert, was soll ich denn sagen? Ich freue mich aufs nächste Spiel. Nachher gibt's das Ganze live und freue mich dann demnächst die fertige Version in der Hand zu haben. Das ist jetzt also praktisch mit englischen Karten. Es gibt ja auch eine deutsche Version und von Board Game Box. Das ist also jetzt hier direkt von Tony Boydell gekommen, Surprise Stair Games, der ja auch die englische Version macht. Ja, ich freue mich auf die fertige Kiste, muss ich ganz einfach sagen, denn dieses Spiel ist echt gut. Und ja, meiner Meinung nach, als wenn man Snowdonia mag, dann kann man Alubari dazu locker haben. Und auch Foothills, diese ganze Familie, ich bin da einfach Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war zu Tisch und ihr seid dran. Was sagt ihr? Was sagt ihr zu den Taiwanesen? Habt ihr da irgendwie Meinung anderes gehört oder andere Vorstellungen, vielleicht Arrow of Tribes? Ich weiß, viele sind im Kickstarter, viele freuen sich auf das Spiel jetzt in Essen. Haut da mal raus. Gandhi, Coin, Alubari, Snowdonia, gerade dieser Alubari, Snowdonia Vergleich, der ja immer oft kommt. Haut mal raus, sagt ihr, ich habe oft gelesen, dass viele Leute sagten, brauche ich wahrscheinlich nicht, aber ja, ich gehöre zu den anderen. In diesem Sinne, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne ein Abo da, ich freue mich, oder wir freuen uns, ich trinke meinen Kaffee aus und dann freue mich auf euch nachher bei Alubari, das wäre super, wenn ihr dabei wärt, ansonsten sage ich mal, bis dahin, und wenn wir uns nicht mehr sehen, weil ihr vielleicht nur zu Tisch guckt oder so, das ist ja auch alles gut und schön, könnte ja passieren, ist auch völlig legitim. Wenn ihr uns in Essen oder mich in Essen seht, ruhig ansprechen, ich freue mich immer. Bis dahin, auf jeden Fall, schönen Sonntag und tschüss.